Was haben Pilze eigentlich mit Bier zu tun? Willkommen zu kompakten Fakten. Herzog Wilhelm IV. Von Bayern erließ 1516 eine neue Landesverordnung. Heute kennen wir diese Landesordnung als das Deutsche Reinheitsgebot für Bier. Das Reinheitsgebot ist übrigens die älteste lebensmittelrechtlichste Vorschrift der Welt. Vor dieser unzivilisierten Zeit durfte einfach jeder Bier brauen. Da man ja auch wollte, dass es richtig ballert, hat man neben Ruß und Kreide auch Tollkirschen und Fliegenpilze mit reingepanscht. Wusstet ihr es? Teilt das Video, wenn es euch gefallen hat.